Aber ein paar Minecrawler-Eier, die können wir mitnehmen. Ich denke mal, das sollte mehr als genug Essenz für den guten Korkalom sein. Und nochmal. Da, 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 da. Wir haben es geschafft und speichern gleich mal ab, bevor alles weg ist. So. In der Hoffnung, dass wir jetzt ohne Minecrawler-Befall jetzt noch wieder rauskommen. Ach herrje, ich muss gleich aufhören. Ich hab gar keine Zeit mehr. Ein paar Minuten kriegen wir noch hin. So, war das hier entlang? Ja, sieht ganz danach aus. Ja, gut. So. Oh, da müssen wir jetzt gleich noch in den Sumpf stiefeln. On to the swamp. Baby swamp, baby swamp. So zappenduster hier. Geschafft. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Im Namen der gesamten Bruderschaft danke ich dir dafür. Dankeschön. Möge der Schläfer auch weiterhin seine schützende Hand über dich halten. Naja, ob es am Schläfer lag. Schläfer, erwache. Ich habe das Nest der Königin gefunden. Du hast Mut und Kampfgeist bewiesen. Solche Leute können wir gebrauchen. Tut mir leid. Möge der Schläfer dich schützen. Ich bin schon anderweitig gebunden. Tut mir sehr leid. Ich habe das Nest der Crawler gefunden. Wunderbar. Gehe nun zurück ins Lager und beende deine Mission. Korkalom erwartet dich bestimmt schon. Der Schläfer erwache. Jo, lass mal erwachen. Lass mich vorbei. Für Gomez. Die Bedrohung durch die Minecrawler dürfte beendet sein. Das ist eine gute Nachricht. Ich werde gleich einen Boten zu Torus schicken. Ja, komm, das erzählen wir dem lieben Torus mal lieber selber. Wir wollen ja selber die Lorbeeren einheimsen. Und nicht irgendwer anders da. Geben wir noch Ian Bescheid, dann geben wir Torus Bescheid und dann geben wir im Sektenlager Bescheid. Dass man immer so der Aufbursche sein muss, ist ja auch doof. Tja, andere Spieler haben dafür eine Quick-Travel-Funktion. Dass du von jetzt auf gleich mal woanders hinreisen kannst. Das fehlt hier leider noch. Gut, hier wird sowas eh nicht mehr kommen, von daher. Ich weiß gar nicht, war das beim geistigen Nachfolger Risen? Gab's da das schon? Bin mir jetzt etwas unsicher. Weil nach dem dritten Teil, weiß nicht, ob ich das, glaube, das hatte ich eingangs auch schon erzählt gehabt. Für Gomez. Ich habe das Nest gefunden. Dann kehrt jetzt hier endlich wieder Ruhe ein. Nichts für ungut. Gute Arbeit, Kleiner. Hier, nimm diese Kiste Bier für deine Mühen. Juhu, wir schauen mich mal Kiste um. Bier. Mach keinen Ärger. Nee, ich weiß nicht, ob ich das, um zurückzukommen auf Risen, ob ich das schon erzählt hatte, eingangs vom Let's Play, dass ja leider vom Originalentwickler Piranha Bytes nur drei Teile gekommen sind und vierte, die, was dann unter Namen Arcania rausgekommen ist, ist ja gar nicht mehr vom Gothic-Erfinder selber gewesen. Da gab es wohl Streitigkeiten mit dem Publisher, weil der unbedingt den dritten Teil raushauen wollte, obwohl Piranha Bytes gesagt hat, da sind noch zu viele Bugs drin, aber da wollte jemand wohl lieber nochmal schnelles Geld haben, statt erstmal zu warten, bis das Produkt ausgereift und fertig ist. Na gut. Ja, da gab es ja nur drei Teile von Piranha Bytes und danach durften die auch kein Gothic mehr machen, weil sie die Rechte an den Publisher abgetreten haben und der wollte sie nicht mehr rausdrücken. Also mussten die sich was anderes einfallen lassen und dadurch ist dann eher durch
eine Notwendigkeit die Spielreihe Risen entstanden. Deswegen braucht man sich nicht wundern, dass da so viele Ähnlichkeiten dazu zwischen Gothic und Risen existiert. Aber das nur mal so am Rande. Ich denke mal, irgendwann werde ich mich auch an die Risen-Teile nochmal wagen. Ich habe ja den ersten und zweiten gespielt, den dritten habe ich noch gar nicht. Hey, gute Arbeit, das mit den Crawlern. Damit hast du dir deine Aufnahme bei den Gardisten verdient. Geh doch mal zum alten Lager und sprich mit Torus darüber. Wir sehen uns. Ich will eigentlich gar kein Gardist werden. Ich möchte ja mehr so in diese Hokuspokus-Richtung, ne? Wisst ihr ja Bescheid. Oh, schon wieder Abend. Das gibt's doch nicht. Verlass dich auf jemanden und du bist verlassen. Habt ihr schon genug erlebt? Nein. Wir müssen noch eine Menge sammeln. Ach so, das haben wir ja schon. Das kennen wir ja alles. Ne, wo? So, dann flitzen wir mal flitzen in Anführungsstrichen schnell in das Lager zurück. In Hoffnung, dass wir irgendwann mal da ankommen. Tja, so ist das mit den Rechtsstreitigkeiten. Und so ist halt auch immer der Unterschied zwischen den verschiedenen Publishern erstmal und der Unterschied zwischen Publisher und Entwickler, wie man hier an diesem Beispiel ja sieht. Gut, dass Teil 1 auch noch den ein oder anderen Bug hat, das mag vielleicht auch am Alter der Engine liegen und so weiter. Nur beim dritten Teil, das war definitiv so ein Desaster. Da fehlen mir die Worte für. Da hast du so viele Bugs mit drin gehabt. Und ich weiß gar nicht, wer der Publisher war. War das Ubisoft? Ich weiß jetzt nicht. Müsste ich jetzt lügen, wenn ich da jetzt irgendwas behaupte. Jo, die wollten unbedingt das Game raushauen und keine Kohle mehr reinstecken. Das war dann später... Da war Piranha Bytes schon angepisst, dass das Spiel so früh rausgehauen werden musste. Aber was noch schlimmer war, ist, dass die keine Patches mehr entwickeln durften. Das war dann der absolute Knüller. Und da sind dann die guten Vereine, hätte ich beinahe gesagt, da sind die Firmen, haben sich dann getrennt, weil es gar nicht mehr ging. Alter. Hey, gut, dass du da bist. Torus will dich sprechen. Was will er denn? Das wird er dir schon selber sagen. Wit? Was will der denn jetzt? Der will uns jetzt bestimmt überreden, Gardist zu werden. Ein Sadist? Ich will aber gar kein Gardist werden. Ich will doch mehr so Richtung Magier gehen. Mensch. Speicher mal lieber ab, bevor er auf dumme Gedanken kommt. So, und auch hier ein kleiner Zwischenruf von mir. Die GEMA hat wieder einmal zugeschlagen und verdirbt wieder mal den Spaß. Ich will mich eigentlich gar nicht mehr großartig zu diesem Laden äußern, außer... Brennt die Bude von denen endlich ab? Oder einigt euch mit YouTube? Ganz einfache Geschichte. Und hört auf, jedes Fanprojekt und alles gleich kaputt zu quengeln. Es ist langsam echt nervig. Bei jedem Furz, egal wo man irgendwie was macht, GEMA, GEMA, GEMA. Taschen vollpacken mit Kohle und noch etwa was dafür bieten. Na gut, ich reg mich jetzt hier nicht weiter auf. Ich habe die stille Phase jetzt auch so gut wie überbrückt und in wenigen Sekunden geht es auch wieder mit dem Originalton weiter, ohne in Extremo, weil man könnte ja eventuell mal hören und die könnten ja Millionen verlieren. Bis denn, tschüss! So, dann wollen wir erstmal gucken, ob wir dazu noch irgendwas erzählen können. Irgendwas, was sie hören möchten vielleicht. Vielleicht noch ein bisschen Lob einheimsen. Bartolo will nichts mehr teilen, ne? Hallo, Frau. Ne, da kann man nichts mehr teilen. Ich glaube, wir können nur Raven und Hallo. Gomez selber.
Kannst du mir etwas über Gomez erzählen? Über ihn musst du nur wissen, dass er der mächtigste Mann der Kolonie ist. Er kann alles haben, was er will, aber das Einzige, was ihn wirklich interessiert, ist Einfluss. Okay, gut. Erzählt er mir was? Alles klar bei dir? Du redest nicht. Nein. Ach so, das hatten wir schon. Er ist ein so überschwänglich fast begrüßen und dann... Nein. Hallo. Ich will einen Zwischenbericht abgeben. Gut, ich bin Gap. Sie wollen die Eier einer Minecrawler-Königin, um daraus ein Elixier herzustellen, durch das Sie Kontakt zum Schläfer aufnehmen können. Ich habe die Eier bei mir. Interessant. Bin gespannt, ob die Sache funktioniert. Bring die Eier in den Tempel. Okay. Hallo. Ich wollte mal einen Zwischenbericht abgeben. Dann geh zu Raven. Und sprich mich nie wieder an, ohne dass du dazu aufgefordert worden bist. Alter, wie eingeschnappt ist der denn bitte? Glaubt auch, der ist hier Graf Koks oder was? Wahrscheinlich hast du recht. Ich halte mich da lieber raus. Ja, mal die Leute, die sich was für so was Besonderes halten. Nee, du sprichst mich nur ein, wenn ich dich dazu auffordere. Urschkrampe. So, wie schaut's bei den Magiern aus? Man muss eben aufpassen. Hallo, Frau. Okay, gut, Urs und Feuermagier, der hilft mir. Oder Mr. Milton. Klar, dass das ärgert. Hallo. Ich will ein Lehrling der Magier werden. So wie du. Koristo hat mich damals erwählt, weil ich eine besondere Sache für die Erzbarone erledigt habe, ohne dass du etwas herausragendes. Du musst außerdem dem alten Lager angehören. Ich höre gar nicht mehr auf dich. Ich kann. Ja, das kennen wir ja als schon als Sklaver. Wir sehen uns. Darf ich überhaupt rein? Ja, rein lässt er mich. Was machst du? Ist ja gut. Ich bin mal gespannt, ob ich das als Gardist dann auch noch machen kann. Das würde mich doch stark wundern. Ja, ja, gut, also. Wer war er denn? Wenn du meinst. Habe ich mit dir schon mal gesprochen? Ach, der will dir nichts erzählen. Nun gut, dann lassen wir ihn halt. Okay, eigentlich müsste es gehen, weil der hätte mich jetzt hier direkt aufgenommen schon. Diego, hast du mir noch was zu sagen? Gomez. Nee. Mach's gut. 26 Lernpunkte haben wir schon wieder auf dem Konto. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist die Frage, gehen wir jetzt direkt in den Sumpf runter oder gehen wir pennen und lass es gut sein? War nicht besonders schlau, wahrscheinlich hast du. Ah, komm, wir gehen direkt in den Sumpf. Kürzen wir innen rum erstmal ab. Gehörsturz. So duster wieder. Dass hier auch jeden Tag wieder Nacht wird, ist ja schlimm. Hm, der Knallkopf. Jetzt kann er sein Schwert wieder haben. Brauchen wir eh nicht. Gut, ah ne, das haben wir ja schon verkloppt. Das haben wir ja schon wieder verkauft. So gewieft wie wir sind. Ha! Einfach nur ganz gemeine Abzocker. Will der noch was von mir? Für Gomez! Ach toll, was will ich? Willst du nicht 10 Erze bezahlen oder was? Bin selber einer, der hier eigentlich das Geld einkassieren sollte. Und das zahle ich da auch noch oder wie? Nee, du, lass mal stecken. So, wo müssen wir lang? Links um am Wald vorbei, über die Brücke und dann geht's flussabwärts. Ich glaube, das kriege ich noch hin. Und wenn wir dann unten angekommen sind, ich guck gerade auf die Uhr, da wird ganze Questgedöns werden wir nicht mehr abgeben wahrscheinlich.
Wir schauen erstmal, dass wir da mal jetzt bald ankommen und dann werde ich für heute erst einmal pausieren. Verwirrt? Ach, ich bin doch doof. Musst du da rum? Ich wäre jetzt hier quer durch den Wald gegangen. Muss doch da rüber, über die Brücke und dann Fluss entlang. So war das doch. Ja, die Verwirrtheit, die schlägt wieder mal voll zu. Bams, mitten drauf. Hier ist die Blutfliege wieder unterwegs. Ein Fasan mitten auf der Gas. Angst? Weiß gar nicht, krieg ich so ein Fasan jetzt gekillt? Weiß ich gar nicht. Krieg ich sogar kaputt. Das ist relativ einfach. Und die Krallen kann man ziehen. Geil. Ja, das ist das, was ich meinte. Man sollte möglichst schnell Krallen ziehen und so lernen, weil mit der Zeit lohnt es sich. Definitiv. Und wenn du für so eine Kralle immer nur 4 Erz bekommst, aber die Anzahl der Viecher, die du später noch platt machst, da lohnt es sich. Da schon wieder ein Wolf. Boah, es sind noch 3000 Punkte bis zum Level up. Ist das nur ein Wolf oder sind da mehrere? Nee, scheint nur einer zu sein. Das war einer, sagen wir es mal so. Wir müssen ja grammatikalisch korrekt bleiben. So. Jetzt ploppt das Vieh diesmal nicht wieder mitten im Bild auf. Ja gut, aber um so eine Gruppe Warana mache ich trotzdem erstmal einen Bogen. Da bin ich nicht ganz so scharf drauf. Auch wenn ich das einzelne Vieh gekillt habe, das mag ist schön und gut, aber ich bleib mal auf Nummer sicher, weil 4 oder 5 Stück oder was das waren, mache ich lieber kleine Burgen rundherum. Du, ihr Knopf? Bogen rundherum. So. Ach, siehst du, hier sind wir schon auf dem richtigen Weg. Da unten fängt doch gleich das Lager an, wenn ich was sehen würde. Das schüttet aber auch. Und wenn ich das hier so sehe, dann verstehe ich auch, warum es heißt, es regnet Bindfäden. Ah, da ist das Licht. Wir sind da. Jaha. So, während wir über die Brücke schreiten, sage ich schon mal Tschüss. Verabschiede mich schon mal bei euch. Danke, dass ihr zugeschaut habt. Und wir bleiben jetzt einfach mal hier am Eingang stehen, wo die zwei Turteltäubchen sich mitten im prallen Regen unterhalten. Und dann sage ich Tschüss und wir sehen uns hoffentlich das nächste Mal wieder bei Gothic oder wie es inzwischen heißt, Let's Bug Together quer durch Gothic. Nee, hoffentlich nicht. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.